Eigene, individuell gestaltete Darts. Ich glaube, darauf haben viele Bock. Und es soll auch welche von mir geben und dabei möchte ich euch mit auf die Reise nehmen. Denn zum einen, denke ich, ist es für viele ein interessantes Thema. Wozu überhaupt eigene Darts? Was erhofft man sich von so individuellen Darts? Für wen eignet sich das? Für wen vielleicht weniger? Was sind so Anbieter und wie ist dann der ganze Prozess von der ersten Idee bis halt zum fertigen Dart in deinen Händen? Ich erzähle ein bisschen was zur Grundidee, mit welchen Partnern wird das Ganze umgesetzt, auch das Feedback aus der Community, welche Darts, welche Barrel und so weiter ihr vorzugsweise spielt, wie das Ganze ebenso in dieses Projekt mit einfließen soll. Ich möchte euch dann erste Einblicke so in meine Skizzen und Ideen zeigen und dann auch die nächsten Schritte natürlich vorstellen. Zunächst mal zum Grundgedanken, also eigentlich ja mehr einen Wunsch, weil ganz ehrlich, das war schon immer mal mein Wunsch, meine eigenen Darts zu haben. Und wenn du selbst dein eigenes individuelles Dartset haben möchtest, dann kannst du dir das auch anfertigen lassen bei Anbietern wie zum Beispiel Didier Krampfel Darts, bei Custom Made Darts oder auch Evolution Darts, da wo Robert Marjanovic ja die ganze Zeit schon ist, er jetzt auch gerade nochmal ein Video rausgebracht hat, wie er mit Basti Schwele dort einen Besuch getätigt hat, um für Basti eben auch passende Darts anfertigen zu lassen. Eine geile Sache, weil bei solchen Custom-Made Darts wirst du auch individuell beraten. Du kannst einiges angucken, einiges ausprobieren und dann wird mit dir zusammen im Prinzip eine Zeichnung erstellt, dann technisch überführt, dass das Ganze auch machbar ist und deinen Vorstellungen entspricht. Und mir schweben nicht nur ein, zwei Dart-Sets vor, ich habe so richtig Bock auf eine Dart-Serie. Und da liege ich einigen auch schon länger ein bisschen im Ohr. René Adams von Cube Darts 180 weiß da schon mal ein Lied von zu singen. Da habe ich auch gesagt, René, wenn es möglich ist mit 180, geile Bude, hätte ich gerne mal meine eigenen Darts. Auch Winbow Red Dragon, mit denen habe ich auch Kontakt. Die haben auch gesagt, Olli, na, da musst du noch ein bisschen mehr wachsen. Dabei bin ich mir eben recht sicher, dass da Darts am Ende bei rauskommen, auf die ihr ebenso Bock habt. Und darum denke ich das gleich ein bisschen größer und habe da versucht, halt passende Partner bzw. Gehör für zu finden. Und dieses Ohr für meine Ideen, aber eben auch Unterstützung, habe ich mit Sebastian Brinzing von Dartfieber bekommen, also P9 Darts. Und das muss man hier ja auch mal sagen, ich bin da mega dankbar für, denn er hat auch die entsprechenden Kontakte und die Möglichkeiten, um so ein Projekt umzusetzen. Das kannst du ja nicht ganz alleine stemmen und auch da muss man mal ehrlich sein, es braucht ja auch ein entsprechendes finanzielles Backing. Und ich finde es wiederum cool, dass ich so meine Ideen, meine Gedanken im Austausch halt loswerden kann, aber dass es auch ganz gut ankam, dass ich gesagt habe, also wenn wir sowas auf die Beine stellen, dann möchte ich ganz gerne auch meine Community mit einbeziehen, weil ich denke, das gibt auch hier und da mal ganz interessante Einsichten, die man so auch nicht jeden Tag kriegt. Eine coole Sache, die mich schon früh inspiriert hat, waren zum Beispiel hier diese Darts Referee Version 2 Darts. Der hat sich da eine richtig schöne Verpackung ausgedacht, weil er ja auch Sneaker-Fan ist, wo dann hier drin auch richtig wie bei so einem Schuhlabel die ganzen Eckdaten stehen, aber hier auf der Seite auch natürlich mit Barcode und so, aber halt auf die Darts gemünzt, die dann hier in dieser kleinen Verpackung sind. Das sind seine Generation 2, die auch schön grippy sind, mit so schwarz-roten Highlights, dazu dann noch so Darts-Referee-Logo eingelasert. Also auf jeden Fall ein schönes Set an Darts, das ich nach wie vor in Ehren halte und irgendwie eine geile, inspirierende Idee finde. Und genau das ist so ein anderes Ding nochmal. Das Auge dartet mit. Also es geht nicht nur um die Darts und ein schönes Setup dazu, sondern auch schon die Verpackung. Hi Olli, die Idee mit einem Case für die Darts ist echt genial. Mach dir an die Arbeit und dann setzt man das so spitzenmäßig. Darum mag ich es zum Beispiel nicht so gerne, wenn du von Peter Wright den 22. Dart kriegst, der aber immer wieder in derselben Verpackung ausgeliefert wird. Und hier kann ich mich vielleicht mal ein bisschen austoben, kann eigene 3D-designte bzw. auch 3D-gedruckte Verpackung machen und dann hat das Ganze auch schon mal einen besonderen Touch. Jetzt mal zu den Grundideen der eigenen Darts-Serie. Ich habe das Glück und wirklich auch das Vergnügen, sehr, sehr viele verschiedene Darts in den Händen halten und ausprobieren zu dürfen. Formen, Gewichte, Grips, Beschichtungen. Und mir geht es da gewiss nicht anders wie euch. Du merkst im Laufe der Zeit einfach, was dir gut taugt, womit du gut zurechtkommst und womit weniger. Und dann gibt es da eben noch so eine Komponente, da weiß ich nicht, ob es euch so ähnlich geht, aber bei mir ist es auf jeden Fall so, du hast natürlich auch so deine Lieblingsspieler, deine Vorbilder. Und ich finde, da gibt es einige Darts, vor allen Dingen auch so Elemente, wenn man die dann jetzt an so einem Dart mit kombinieren könnte, weil ich auch weiß, dass die für mich ganz gut funktionieren, dann hat man auch direkt so eine Verbindung noch dazu. Und ich glaube, dazu muss ich mal die Kamera kurz umbauen, weil am besten ist, ich zeige euch einfach mal, was ich damit meine. Und am Anfang, da steht ja eher so ein
Brainstorming. Du gehst durch deine eigenen Darts, du guckst dir an, was gefällt dir gut, was hast du aber auch gut spielen können, was liegt dir gut, und du gehst dann auch immer mehr so in Detailfragen. Und das finde ich auch das Spannende bei so einem Thema, ja, wie würde ich denn meine eigenen Darts gestalten? Weil du musst ja in die Tiefe gehen und dich auch fragen, ja, so eine Barrel Nose, welche taugt mir denn? Warum taugt die mir? Natürlich, der Grip, das ist das Offensichtliche, ja. Welche Grip-Art brauche ich? Wo muss die liegen? Wie weit muss die sein? Wie rau oder weniger rau soll die sein? Aber auch bis zum Schaftende, was man manchmal gar nicht so bedenkt, soll das auslaufend sein, möglichst glatt auf den Schaft, darf eine Kante drin sein, abgestuft, whatever. Also da finde ich, lohnt es sich wirklich auch, sich mal ein bisschen zu beschäftigen. Und wenn es halt darum geht, ja, und was genau willst denn du haben? Was sollen wir denn irgendwann technisch umsetzen? Dann finde ich, sind diese Fragen auch enorm wichtig, für sich auch zu begreifen, ja, was brauche ich denn und warum brauche ich das genau so und vielleicht nicht anders. Also Stufe 1, Brainstorming, und ich habe so ein bisschen mal was hier zusammengesucht, was mich inspiriert hat und wo ich auch sage, das gefällt mir auf jeden Fall gut. Und im Wesentlichen ist für mich auch der Ansatzpunkt, am Ende ist sogar egal, was für ein Dart dabei rauskommt, also wie wunderschön der womöglich am Ende ist, wenn der Balancepunkt nicht passt, dann ist das kein gut zu spielender Dart. Und darum gefallen mir bis heute zum Beispiel die MVG Exact oder so wie hier die MVG Trilogy Darts enorm gut. Mittlerweile glaube ich auch Peter Wright, der die ebenso spielt. Aber es liegt eben daran, die MVG Darts haben eine wunderbare Balance. Dazu, so wie hier, klassische Ringgrip-Elemente. Und da bin ich auch ein großer Fan von, so variantenreich und variabel zu gestalten, dass das für mich auch so ein Kernelement sein wird. Und ich mag zum Beispiel genau vom MVG Trilogy diese Ringgrip-Sektion hier hinten mit den 3 größeren Vertiefungen und danach die schmäleren. Da kann man sich einfach super orientieren. Fühlt sich für mich wunderbar natürlich an. Ich sag mal so mittelstark, mit der Tendenz eher noch ein bisschen softer, weicher zu sein, aber auf jeden Fall nicht so scharfkantig oder hart. MVG sowieso greatest of all time, und dieser klassische, ja, Dreierabstand mit den engeren Ringen ist halt auch so ein Element, was ich cool finde, was sich super spielt und was mir gefallen würde, das in so einer ähnlichen Form vielleicht mal an einem Dart zu sehen. Ich mag aber zum Beispiel auch die Barrel Nose von einem Dimitri Generation One Dart, das war diese sandgestrahlte Geschichte mit dieser Knurled-Optik dran, oder zum Beispiel auch die schönsten Darts ever für mich, die Raymond van Barneveld Generation 4 oder eben auch jetzt die Echo 95. Ich finde, die Raymond van Barneveld Darts haben vor allen Dingen vorne die Barrel Nose und die erste Unterteilung. Ist eine wirklich schön gemachte Geschichte. Das sind so Elemente, die mir zum Beispiel sehr gut gefallen. Aber spielerisch habe ich gemerkt, gefällt mir zum Beispiel eine Barrel Nose, wie sie hier die Michael Smith, die Noir oder auch seine normalen Spieler Darts haben, deutlich besser. Das ist im Prinzip so eine C-Type Nose, also die hat so eine C-Form leicht abgerundet, aber hat hier vorne bereits einen Ringel. Weiterer Spieler, den ich sehr mag, Gary Anderson, und der typische Gary Anderson Doppelring-Grip. Also da gibt es auch immer so einen leichten Abstand mit Doppelring, finde ich super, ist bei ihm blau eingefärbt. Hier ist es ein Pentathlon-Dart, der hat hier hinten auch so eine schöne griffige Doppelring-Sektion, oder von McDart hier diese Einsteiger-Darts. Das ist mir dann insgesamt die beiden ein bisschen zu grippy. Bei Gary Anderson gibt es immer noch so eine Hohlkehle zwischendurch, finde ich sehr schönes Element, gefällt mir zum Beispiel super. Natürlich auch der V-Grip eines Gervin Price, für mich so die Verkörperung des modernen Dartspielers. Das ist absolut unique, aber hier gefällt mir vor allen Dingen immer dieses eine Shark-Element, ganz besonders das Schaftende von den Gervin Price Blue Eyes Special Edition. Sehr schönes Element, sowohl zur Orientierung als auch als Pushpoint. Dieser eine Sharky ist auch so ein Element, das habe ich schon ganz früh in diesen super billig Darts von Amazon hier drin gehabt, nämlich genau in der Mitte ist auch so ein Shark-Element, was eine ganz tolle Orientierungs-, aber auch Pushpoint für mich war. Dazu hat er aber auch schon eine Charakteristik, die ich ebenso mag, nämlich die, die Johnny Clayton Darts haben, dass sie nach hinten leicht tapert auslaufen, und dann sind da so diese 3 oder ich glaube 4 typischen Johnny Clayton Ringe. Ich mag einfach auch dieses Element, also manchmal muss das gar nicht wirklich funktional sein, sondern so als Abschluss tapert nahtlos auf den Schaft und dann den Johnny Clayton mit dabei, fände ich zum Beispiel auch mega. Also da war jetzt schon MVG dabei, ne? Ein Gervin Price, ein Bully Boy, Michael Smith, ein Raymond van Barneveld und im Prinzip auch ein Joe Cullen mag ich auch sehr, auch seine Darts sind super cool, waren mir aber immer ein bisschen zu scharfkantig, und da habe ich jetzt nicht so ein Element identifiziert, was ich nicht irgendwie anders auch realisieren könnte. Aber so fürs erste Brainstorming, wie gesagt, einige Spieler und viele Elemente, die ich mag und die mich inspiriert haben zu der Idee, einen Dart zu entwerfen, der eben gewisse Elemente
erkennen lässt und mich an diese Spieler erinnert, aber natürlich insgesamt dann auch harmonisch ist und ich sag mal diese gewisse Prise Oliver oder halt Dart Garage enthält. Kurzum, das war jetzt genügend Inspiration, die jetzt aber auch dann in ein Konzept zu bringen ist und letzten Endes ja auf einen Dart, der sich dann auch gut spielt. Darum habe ich immer wieder mal im Community-Tab solche Umfragen gemacht und fand es eigentlich vom Ergebnis her recht interessant. Denn meine erste Frage war zum Beispiel, welche Darts spielst du lieber? Mit einem Schwerpunkt vorne, in der Mitte oder eher weiter hinten? Und hier gab es 444 Stimmen, wovon 62% von euch gesagt haben, also ein Schwerpunkt in der Mitte, das ist so das, was ich vorwiegend gerne spiele. Dann habe ich mal zum Grip gefragt, mögt ihr eher so einen sanften, weichen Grip oder einen mittelstarken Grip oder halt so richtig heftig, also möglichst grippy. Hier freue ich mich auch immer über eure Beteiligung, das waren 531 Stimmen und rund die Hälfte, ein bisschen drüber, 52% von euch haben gesagt, also so mittelstarker Grip ist im Prinzip so mein Ding. Dritte Frage war so in Richtung Design. Magst du das lieber schlicht oder eher pompös? Und da haben 507 von euch mitgemacht. Und hier zeigt sich auch eine klare Tendenz, denn 36% von euch haben gesagt, einfach Silber reicht mir vollkommen aus. Und andere 33% haben gesagt, also maximal ein-, zweifarbig. Das muss nicht zu viel sein. Klar ist dann auch mal die Barrelform interessant, das habe ich euch auch gefragt, da waren 133 Stimmen dabei und 46%, also auch fast schon wieder jeder Zweite, hat angegeben, dass er ein Straight, also ein gerades Barrel in Zylinderform am liebsten spielt. Auch zu Barrel Nose habe ich mal die Community befragt und da habt ihr 416 Stimmen abgegeben und auch hier war das Ergebnis recht klar, 48% haben gesagt, sie spielen am liebsten so eine typische Standard Nose, also leicht abgerundet bzw. C-Form, sagt man da ja. Ich glaube, der andere Trend war dann eher in Richtung Tapered Nose, also so schön zulaufend, dass man wahrscheinlich auch einen schönen nahtlosen Übergang für super enge Gruppierungen hat. Finde ich schon mal ganz interessant vom Ergebnis her und mit eigentlich ja solch beschriebenen Darts komme ich grundlegend an sich auch mal ganz gut klar. Es erinnert mich gerade auch so ein bisschen an die Instagram-Aktion seinerzeit von Carella. Da hieß es ja auch, wir wollen den Community-Dart finden. Da gab es dann immer mal so mehrere Fragerunden, an denen ich dann auch teilgenommen habe. Und am Ende kam dann, fand ich, aber ein sehr überraschender Dart raus. Wie heißen die, was waren das? Die Carella Commander. Interessante Darts, aber mit dem Ergebnis hätte ich so auch nicht gerechnet. Aber different story. Und gerade auch dieses Gesamtergebnis aus der Community-Befragung ist jetzt für mich in so einem Projekt auch schon sehr, sehr hilfreich gewesen, weil es hat mich dann auch wieder zu anderen Fragen gebracht, beziehungsweise zu den so grundlegenden technischen Eckdaten, weil irgendwann musst du das dann ja auch mal beschreiben. Zum Beispiel, wie lang soll denn das Barrel sein? Da würde ich sagen, ja, zwischen 48 und 52 mm, idealerweise Standardlänge 50 mm. Ja? Barrel-Durchmesser, ich komme immer ganz gut klar mit Barrel zwischen 6,2 bis 6,8 mm. Idealerweise, wenn sie es einrichten lässt, wären so 6,4 bis 6,6, wäre so mein Ding. Vom Gewicht her, ich spiele vorzugsweise 22, 23 Gramm, das wäre so die Range, die ich anpeilen würde. Grip Level ist so, wie ihr es auch gespiegelt habt, mittelstark finde ich eigentlich immer ganz gut. Wenn man einteilen sollte, dann vorn vielleicht ein bisschen weniger, hinten vielleicht ein kleines bisschen mehr. Balance Schwerpunkt, ganz, ganz wichtiges Thema. Auf jeden Fall ausgewogen, also mittig bzw. mit der Tendenz ganz leicht nach vorn versetzt. Form selber ganz klar, Zylinderform, also Straight Barrel. Könnte aber auch, das ist dann wieder so ein Gewichtsschwerpunktthema, ganz leicht tapert nach hinten auslaufen, weil ich habe hier von 180 lange Zeit so eine Darts gespielt, die werden nach hinten schlanker. Ich habe hier von Premier Games solche King's Darts, glaube ich, heißen die gespielt, die nach hinten ein bisschen schlanker auslaufen. Das ist dann halt so ein Thema von wegen Schwerpunkt und wie man es dann optimal gestalten kann. Naja, und dann die zentrale Frage natürlich so Grip-Arten. Da habe ich ja grob schon gesagt, ich mag eigentlich Variationen von Ringgrip. Mit Querfräsung ist es dann nochmal ein bisschen grippier, sieht auch optisch oftmals ein bisschen schöner aus, weil man findet da, finde ich, ganz gut dann auch so seine Orientierungspunkte. Bei mir persönlich weniger, sage ich mal, scharfkantig, eher glatt oder entgratet und dann eigentlich den Grip mehr durch die Vertiefungen bzw. durch die Weite der Vertiefungen.
erster Schritt sind bei mir natürlich, sag ich mal, Zeichnung, Visualisierung, so der Ideen, der Grundgedanken. Jetzt habe ich ja einige Eckdaten, ich habe schon einige Vorstellungen und das muss man ja irgendwie in eine Zeichnung rüberbringen, die am Ende dann auch in eine wirklich technische Zeichnung mit sämtlichen Maßen und so weiter überführt werden kann. Und es fängt bei mir auch ganz grob an und verfeinert sich dann Stück für Stück, meistens dann, wenn ich sehe oder wenn mir dazu noch was einfällt. Ich habe auf Schmierpapier im Urlaub einfach mal angefangen, mir irgendwie Formen oder Konturen zu überlegen. Manchmal stehen da schon Gedanken dahinter, manchmal ist es einfach nur so eine erste Visualisierung, was könnte cool aussehen, was wäre vielleicht anders und so weiter. Und ihr seht auch hier auf den frühen Skizzen, hier habe ich zum Beispiel sowas wie eine Barney-Spitze gemalt mit dieser Knurled Nose, dann sind so vertiefte Ringgrip-Elemente für Frontgripper, die ich auf jeden Fall sehr schön finde als Element. Ob sie funktioniert, ist dann halt noch ein anderes Thema, aber grundlegend zuerst mal zur Visualisierung. Ich habe hier auch nochmal einen Dart gezeichnet, der ist dann schon eher Straight Barrel mit so einer Tapered Nose. Aber ich habe gesagt, beim Bully Boy gefallen mir vorne eigentlich diese Ringgrip-Elemente, diese Rillen. Die habe ich jetzt hier mal in so eine Tapered Nose quasi überführt und dann überlegt, ja, dieses Gazzy Shark Grip Element vielleicht vorne gar nicht schlecht, wenn man ein Front Gripper ist, dann hat man einen schönen Push Point und hinten oder ja, mehr so im Center of Gravity vielleicht halt so in Richtung Bully Boy Grip, so wie der Noir hier oder eben der MVG Trilogy. Einfache Ringgrip-Elemente, nicht zu scharfkantig, hinten nochmal ein bisschen feiner werdend, wer weiß. Ihr seht hier auch mal komplett, ich sag mal, abgefahrene Geschichten, einfach mal so ins Blaue gezeichnet. Das ist so ein bisschen eine Bully Boy Nose, dann aber mit einer Rillenvertiefung und irgendwie so einer Einfräsung. Und dann aber eher smooth und glatt und dann dachte ich, keine Ahnung, irgendwie so gebohrte Elemente, irgendwas, wo du halt greifst und direkt so einen Punkt hast. Auch hier ist mal so eine andere Zeichnung, wo du, glaube ich, auch ganz gut sehen kannst. Ich habe auch einfach mit verschiedenen Mustern und Varianten einfach mal so ein bisschen rumexperimentiert. Allein sowas könnte optisch gut aussehen, aber was kann auch gut funktionieren. Ich bin zum Beispiel so jemand, der am liebsten so ein Dart nimmt und immer leicht über den Finger eindreht. Und dann habe ich eigentlich meine Position aus Daumen und Zeigefinger und den hier vorne im Prinzip an der Barrel Nose. Also dachte ich, irgendwie mache ich das ja immer. Dieses Eindrehen des Barrel ist bei mir ein ganz fester Bestandteil meines Wurfablaufs. Und dann bräuchte ich ein Element, und das mag ich zum Beispiel bei den Gazzy, den V-Grip und so weiter, irgendwas Tieferes, wo ich diese Points genau merke, zack, dass das sich so lockt anfühlt. Dann ging es hier aber rüber, zum Beispiel diese längere Zeichnung. Das ist jetzt schon, ich sag mal, in Richtung auch Maßstab, weil auch hier, du kannst ja zeichnen, was immer du willst, passt es dann überhaupt irgendwann auf so einen 50 mm Barrel. Und wenn du das dann einfach dreimal so groß grob machst, dann hast du auch viel mehr Platz zum Zeichnen. Und hier seht ihr auch wieder, dass mein Ansatz mit der Tapered Nose und ein paar Rillen, dass man merkt, wo genau der Finger ist. Dahinter für Front Gripper einfach zwei schöne Vertiefungen. Hier, ich nenne es jetzt mal Olli Spezial. Das ist bei mir so eine Grip Art, die habe ich noch nirgendwo gesehen. Das wäre bei mir so das Element, wo ich vielleicht denke, hey, das könnte was sein, was diese Darts auch Olli-like macht. Dann, ja, das wäre irgendwie ein Shark Grip Element à la Gazzy. Das sieht aber schon von der Silhouette, finde ich, nicht gut aus. Also das ist nicht harmonisch. Hier hinter wieder einfache Ring Grip Elemente. Der Punkt soll dann auch immer Center of Gravity markieren. Und dann eigentlich wieder ein Schmuckelement, nach hinten so ein Step-Down, da hatte ich so ein bisschen an Nico Springer und so weiter gedacht. Und hinten Doppelringgrip à la Gary Anderson oder vielleicht sogar auch Johnny Clayton. So, das waren so die ersten frühen Ansätze. Da kommen wir vielleicht zu den ersten Entwürfen schon mal ein bisschen näher. Hier habe ich dann zum Beispiel so ein Dart, der ist jetzt, sage ich mal, doppelt so groß im Maßstab. Also das sind dann 10 cm in der Länge für einen 50 mm Barrel. Und da kriegt man dann langsam so eine Vorstellung auch der Dimensionen. Hier habe ich eigentlich auch angefangen mit einer, ja, Bully Boy Nose, die dann eine schöne Vertiefung hat, hinter der denn, das ist für mich so ein Gary Anderson Doppelring Element. Das passt, finde ich, ganz toll auch vom Ablauf. Dann kommt so ein bisschen der Olli Spezial, dann kommt ja eigentlich der mittlere Bereich, der kann jetzt so MVG-mäßig sein, wie bei den Trilogy Darts oder bei den Exact, leicht abgerundet mit vielleicht ein paar scharfen Kanten nach vorne, hinten, dass man genau spürt, dass man da im Mittelpunkt der Darts ist, war jetzt so meine erste Vorstellung. Hinten nochmal so ein bisschen abrundendes Element, um die Harmonie halt darzustellen. Und dann war jetzt auch so ein Gedanke, vielleicht hinten genau dieses eine Gazzy Shark Grip Element, fände ich super geil, wenn es irgendwie reinpassen würde. Und dann tapert auslaufend mit den typischen, da hätte ich gern so Johnny Clayton Ringe drin. Hätte gern so Johnny Clayton Ringe drin, da kommt der Berliner wieder durch, aber ihr versteht das Konzept. Ne? So langsam wird das ein Dart, der vielleicht auf den ersten Blick auch gar nicht so schlecht aussieht, beziehungsweise durchaus funktionieren könnte.
Und da komme ich dann nochmal auf eine andere Zeichnung. Manchmal ja, schwenkt man auch so ein bisschen hin und her. Und zwar hier in der Mitte, da habe ich mir schon so einen Haken dran gemacht. Das ist so grundlegendes Konzept, was funktionieren könnte. Nämlich vorne auf jeden Fall eine C-Type Nose. Die kann so Bullyboy-mäßig sein, wie auch immer. Mit auf jeden Fall dann einem Unterbrecher. Danach kommt, ich nenne es jetzt einfach Olli Spezial Grip. Und dann kommt hier nochmal eine ja, Ringgrip-Sektion. Die ist jetzt an MVG angelehnt, hat aber nochmal kleine Einfräsungen, so kleine Rundungen, wo ich denke, da kann man sehr schön halt so einen Punkt auch so finden. Dann nochmal einen Unterbrecher nach vorn wie hinten für die Orientierung. Und hier dann eher ein bisschen schlanker, so Doppelringgrip-Element à la Gary Anderson. Oder wie gesagt, die drei Ringe von Johnny Clayton und dann möglichst nahtlos in den Schaft übergehend. Vielleicht sogar auch mit einem leichten Microgrip für alle, die ganz weit hinten greifen. Weil für mich ist hauptsächlich die mittlere Sektion um den Schwerpunkt. Die ist eigentlich die, um die es mir geht, die ich brauche. Und wie gesagt, vorne die Barrel Nose bzw. der Ansatz Nose an bzw. zum Point. Und dann fasse ich das nochmal zusammen. Das hier in der Mitte ist dann jetzt so ein Entwurf, der grundlegend mal das enthält, was ich mir so vorstellen kann. Ob es am Ende genauso wird, ist halt dann immer noch so eine Frage. Aber so grob von der Vorstellung mit einer C-Type-Nose, mit leichten Rillen, irgendeinem schönen Element, dass man sich da vorne orientieren kann. Dann so ein kleiner ja, Special-Grip, irgendwas Besonderes halt. Die Mitte auch nochmal ein bisschen verfeinert, dann MVG halt orientiert, aber ein bisschen anders nochmal ja, gedacht oder gemacht. Nach hinten dann eine kleine Abstufung, hier dann auch nicht ganz so grippy. Dann sowas wie ein Gary Anderson Element, eventuell nach hinten tapert oder auf jeden Fall glatt auslaufend mit einem Microgrip. Das ist jetzt so eine Stufe, dass ich sage, okay, ich habe verschiedene Zeichnungen mit bestimmten Vorstellungen und die würde ich jetzt gerne auf so ein Millimeterpapier zum Beispiel übertragen, beziehungsweise daraus dann jetzt eine wirklich technische Zeichnung in Cut machen oder machen lassen, sodass man hier nochmal eine genaue Vorstellung der Maße kriegt, aber auch jemand mit einem technischen Verständnis jetzt draufschauen kann und sagen, du, das ist insgesamt zwar schön, aber entweder zu kompliziert und damit zu teuer oder du musst hier und da einfach noch ein paar Kompromisse eingehen, denn ich rechne auch damit, ich sag mal nochmal eine abgespeckte Version von diesen Darts zu machen, mit vielleicht ein, zwei ja, bestimmenden Elementen, die dann gut funktionieren, die aber auch die Charakteristik so des Darts dann ausmachen. Viele Gedanken, viele Ideen, einige Skizzen, da kommt schon ein bisschen was zusammen und doch ist es noch eine sehr, sehr frühe Phase. Umso interessanter ist es dann jetzt, wo man schon Eckdaten hat und eine halbwegs konkrete Vorstellung, das dann jetzt wirklich mal mit einem anderen Blickwinkel und einer anderen Person auch nochmal aus technischer Richtung zu betrachten. Auch nochmal die Grundidee zu überprüfen, wird das überhaupt funktionieren, so Spielerelemente mit eigenen Elementen in einen harmonischen Dart zu kombinieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass auf jeden Fall na, so eine Art Kompromiss am Ende bei rauskommt. Und die Zeit bis zum nächsten Mal kann ich womöglich ganz gut nutzen, um mir mal Gedanken über Verpackung zu machen. Was kann ich mir da so vorstellen? Wie könnte es in etwa aussehen und auch funktionieren? Aber wie gesagt, Präsentation ist dann auch das andere Ding. Bin gespannt auf eure Kommentare zu diesem Projekt und hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Teil wieder mit dabei, wenn es so die nächste Stufe erreicht hat, wo man wieder was Schönes zeigen kann. Wenn du bis hierhin dran geblieben bist, dann sage ich lieben Dank fürs Reinschauen. Wenn du noch nicht abonniert hast, freue ich mich ebenso über ein Abo und die Glocke nicht vergessen, weil wenn dann der Teil 2 rauskommt, bist du automatisch mit benachrichtigt. Tschüss, ciao, good darts. Dein Olli.